Guten Abend. Ich bin natürlich sehr geehrt vor einem so großen Publikum und auch mit meinen zwei Co-Referenten hier vor Ihnen stehen zu dürfen und einige Dinge anzusprechen, die mich zum Thema BVG und wahrscheinlich auch Sie bewegen. Pünktlich zum Beginn der Theatersaison hat sich die BVG-Kommission zu Wort gemeldet und empfiehlt dem Bundesrat für das kommende Jahr einen BVG-Mindestzinssatz von 1,5%. Entscheidend für die Höhe des Satzes seien dabei vor allem der langfristige Durchschnitt der Bundesobligationen sowie die Entwicklung von Aktien, Anleihen und Liegenschaften. Wie sich im Detail die Werte und die Formel zusammensetzen, bleibt das Geheimnis der BVG-Kommission. So oder so aber wird sich der Bundesrat wie gehabt auf die Empfehlung abstützen und die Vorgabe ohne Erklärungen durchwinken. Selbstverständlich haben die Gewerkschaften den Entscheid bereits als Unverschämtheit gegenüber den Arbeitnehmenden tituliert und gleichzeitig wieder die zu hohen Kosten der Finanzindustrie an den Pranger zu stellen. Auf der anderen Seite werden die Versicherer, wie schon in den letzten Jahren, den Satz als viel zu hoch bezeichnen und erneut die Abschaffung der politischen Bestimmung des Mindestzinssatzes fordern. Vor dem aktuellen Hintergrund der Währungskrise und dem Einbruch der Börsen ist es verständlich, wenn solche Streitereien die Bevölkerung weiter verunsichern. Es erstaunt deshalb nicht, dass die Altersvorsorge hinter der Arbeitslosigkeit den zweiten Rang im neuesten Sorgenbarometer der Credit Suisse einnimmt. Also jede zweite Person in der Schweiz hegt deshalb Zweifel an der Sicherheit ihrer Altersvorsorge. Aus meiner Sicht aber hat die aktuelle Krise auch etwas Gutes. So steigen bei den Versicherten der Wille und die Bereitschaft, sich mit der Altersvorsorge auseinanderzusetzen. Diese teils ungewollt provozierte Bewusstseinsförderung sollten die Pensionskassen jetzt für Diskussionen mit ihren Versicherten dringend nutzen. Dazu habe ich drei Empfehlungen. Thema 1. Keine Rendite ohne Risiko. Die Vermögensverwalter, von Ihnen sitzen doch einige hier in den Reihen, von Pensionskassen sind in der Tat nicht zu beneiden. So müssen sie per Gesetz einen dem Geld-, Kapital- und Immobilienmarkt entsprechenden Ertrag anstreben. So steht es in der BVV 2. Gleichzeitig müssen sie bei der Anlage des Vermögens darauf achten, dass die Sicherheit zur Erfüllung der Vorsorgezwecke jederzeit gewährleistet ist. Gemäß der letzten Swisscanto-Umfrage liegt der Wert für die Sollrendite, das ist also die Mindestrendite, um den Deckungsgrad konstant zu halten, bei durchschnittlich 3,9%. Die Zielrendite, die einen Aufbau der Reserven, insbesondere jene für die Langlebigkeit der Altersrentner, beinhaltet, beträgt stolze 4,7%. Die erwirtschaftete Realität liegt aber leider woanders. Die Performance-Barometer von UBS und CS weisen für letztes Jahr lediglich einen Durchschnittswert von 2,68 bzw. 2,93% aus. In den letzten 10 Jahren wurde die Sollrendite nur gerade 5-mal erreicht. Daher verwundert es nicht, dass die Pensionskassen von ihrer Substanz leben und sich rund 22%, also dieser Wert ist heute eher höher, rund 22% der Kassen in einer Unterdeckung befinden. Meine Frage daher, verfolgen die Pensionskassen eine falsche Anlagestrategie? Tatsache ist, dass die Pensionskassen aus Sicherheitsgründen substanziell in Obligationen investiert sind. Es ist daher entscheidend, wie sich diese Anlagekategorie entwickelt. In den letzten 20 Jahren sind die jährlichen Renditen der 10-jährigen Bundesobligationen kontinuierlich gesunken. Von fast 7% 1992 auf aktuell knapp etwas über 1%. Bei einer Laufzeit von 30 Jahren erhält eine Pensionskasse nur noch eine nominale Rendite von 1,44%. Gemäß Bundesamt für Statistik machen Obligationen im Schnitt rund 38% des Portfolios einer Pensionskasse aus. Aktien folgen mit 27, Immobilien mit einem Anteil von 16
und alternative Anlagen mit knapp 5%. Modellrechnungen zeigen, dass mindestens eine Aktienquote von 29% notwendig ist, damit langfristig die Zielrendite von 4,7% erreicht werden kann. Dabei müssen sowohl Aktien Schweiz wie auch Aktien Ausland mindestens eine implizierte Rendite von 7% erzielen. Daraus folgt, je höhere Renditen nötig sind, desto höhere Risiken müssen die Kassen eingehen. Aber auf diese Herausforderungen der Anlagepolitik wird anschließend Herr Dr. Konrad Humler noch näher eingehen. Aber ein zweites Thema. Anlagestrategie selbst bestimmen. Das System des Zwangssparens in der beruflichen Vorsorge führt zu riesigen Konzentrationen von Geldern. Aktuell hat in der Schweiz jeder Versicherte im Durchschnitt fast 100.000 Schweizer Franken als Kapital in seiner zweiten Säule. Das ist mehr, als der Durchschnitt sonst an Vermögen besitzt. Die wenigsten aber, also ich nehme sie jetzt aus, die wenigsten aber interessieren sich für die Anlagen ihrer Pensionskasse. Das zeigt eine kurze Anfrage bei einer sehr großen Pensionskasse. Die Frage war, wie viele haben sich erkundigt, ob die Kasse in Staatsobligationen der überschuldeten Länder Europas angelegt hat? Die Antwort war niemand. Gleiches geschieht auch bei den großen Sammelstiftungen. Dort habe ich mich erkundigt beim zuständigen Vermögensverwalter, wie viele der 8000 Unternehmen sich nach der Anlagestrategie, geschweige denn nach dem Einsatz der Anlageinstrumente, erkundigt hat. Auch dort war die Antwort niemand. Dies erstaunt mich umso mehr, als sich doch angeblich fast die Hälfte von uns Sorgen um seine Altersvorsorge macht. Trotz der Angst aber scheinen die Versicherten ihrer Pensionskasse eben zu vertrauen. Auch hier wieder eine Studie der ASIP, des Pensionskassenverbandes, haben doch immerhin 80% noch Vertrauen in ihre PK. Was auch immer diese Umfragen beweisen, es ist psychologisch nachvollziehbar, dass in Krisenzeiten das Bedürfnis nach einer sicheren Vorsorge besonders groß ist. Doch eine solche Sicherheit kann es in einem kapitalgedeckten Vorsorgesystem nicht geben. Sie ist, anders gesagt, eine Illusion. Wenn wir uns dieser Tatsache endlich bewusst werden, könnte eine nachhaltige Reform auf eine Stärkung der Autonomie des Beitragszahlers zielen. Dieser sollte direkte Verfügungsmöglichkeiten über die Vermögensanlage seiner Vorsorgegelder erhalten. Heute dürfen laut Gesetz nur die Versicherten mit einem Lohn über 125.280 über ihre individuelle Anlagestrategie bestimmen. So zwingen wir die Leute 40 Jahre zum Sparen, aber erst wenn sie 65 sind, dürfen sie sich ihr Erspartes auszahlen und ihren Vorstellungen entsprechend investieren. In Ländern wie Chile, das ist dort das Land, wo heute ein bisschen Unruhe sind, aber in Ländern wie Chile gibt es bereits heute erfolgreiche Vorsorgemodelle, die die Eigenverantwortung der Versicherten fördern. Dort sind die Pensionskassen verpflichtet, den Versicherten mindestens 5 verschiedene Anlagemöglichkeiten anzubieten. Mindestertragsvorschriften legen eine sich am Durchschnitt aller Anbieter orientierte Mindestrendite fest. Die Abweichung eines Fonds vom durchschnittlichen Ertrag aller Fonds darf maximal 2 Prozentpunkte betragen. Das System hat in Chile eine hohe Akzeptanz unter der Bevölkerung. Rund 90% haben sich für dieses neue Rentensystem entschieden. Für unser System würde das bedeuten, dass wir den Sparprozess vom Versicherungsteil trennen müssen. Es wäre dann also so, als ob jeder zusätzlich über ein eigenes Anlageportfolio verfügen könnte. Wenn wir also schon die Konsequenzen eines kapitalgedeckten Systems tragen müssen, dann sollten wir auch über die Kompetenz verfügen, die Anlagestrategie für unsere Vorsorge selbst bestimmen zu können. Drittes Thema: die Altersgutschriften auf den Kopf stellen. Der Zinseszins ist der spendabelste Beitragszahler, auch genannt dritter Beitragszahler, in der zweiten Säule. Man sollte ihn deshalb besser zur Geltung bringen. Den Jungen legt das System weniger auf die hohe Kante, den Älteren zu viel.
Kehrt man also die Zuteilung um, kann das Alterskapital der Jungen schon jahrzehntelang Zinsen anäufnen. Und alle müssten viel weniger Beiträge selbst einzahlen. Oder sie können mehr Rente erhalten, oder man kann statt viel AHV mehr BVG-Rente ausschütten oder den Teuerungsausgleich erhöhen. Das Vorgehen wäre ganz simpel. Heute müssen der Arbeitgeber den jungen Beschäftigten jährlich 7% des versicherten Lohnes auf ihrem Alterskonto gutschreiben. Und dies erst ab dem 25. Altersjahr. Mit 35 erhalten sie dann 10%, mit 45 15% und mit einem 55-Jährigen werden schließlich 18% gutgeschrieben. Kehrt man nun diese Zuschreibung um, dann erhalten die Jüngsten, womöglich schon ab 20, 18% gutgeschrieben und die Älteren mit steigenden Jahren etwas weniger. Da aber dann der Zinseszins auf diesen Konten schon früh mit fühlbaren Erträgen einsetzt, liegt nach 45 Jahren viel mehr drauf als heute. Eine kleine Frage ans Publikum. Was macht das aus, wenn Sie während 40 Jahren, also nicht ab 20, sondern ab 25, wie es im Gesetz ist, 1% mehr Rendite haben mit dem Zinseszinseffekt auf Alter 65? Was hätte das? Ich gebe drei, mit einem Quiz üblich, drei Antworten zur Auswahl. Es gibt 20% mehr Altersrente, 50% mehr Altersrente oder 100% mehr Altersrente. Wer hat eine Antwort? Schätzung? 100. Sehr schön. Also das wäre doch die viel bessere Diskussion, als dass man über Umwandlungssatz 6,8, 6,4 diskutieren würde. Ich glaube, dort liegt ja schlussendlich das große Kapital. Gut. Dieser dritte Beitragszahl, also der Zinseszins, stellt eines der Wunder der zweiten Säule dar. Insgesamt fließen allen Pensionskassen heute schon jährlich über 34 Milliarden Franken solcher Zins- und Börsenerträge zu. Das ist viel mehr, als dass die Versicherten und die Firmen eigentlich einzahlen. Auch in der einzelnen Arbeitsbiografie übersteigt kurz nach dem 50. Altersjahr der Zinseszins des aufgelaufenen Altersguthabens beide anderen Beitragsquellen, also jene des Versicherten wie der Firma. Die so zusätzlich eingesparten Summen sind eben gesagt beträchtlich. Ein weiterer Vorteil der Umkehr in den Gutschriften wären die deutlich geringeren Lohnnebenkosten der älteren Arbeitnehmer. Sie würden auf dem Arbeitsmarkt attraktiver. Nun bildet die zweite Säule ein hochkomplexes System und weitere Folgen müssen detaillierter durchgedacht werden. Nachdem die heute Älteren in den jüngeren Jahren natürlich zuerst nur 7%, dann 10% gutgeschrieben erhielten, kann man ihnen nicht künftig die 18% vorenthalten und sie wieder auf die Schmalkost von 7% setzen. Es braucht also längere Übergangszeiten. Das wäre ein Grund aber, diese sofort ins Auge zu fassen. Mit diesen Vorschlägen könnte die Pensionskasse ihre Verantwortung wahrnehmen und die Versicherten für dringende Reformen gewinnen. Es braucht aber Mut, die heutigen Probleme als Folge der bisherigen Ängstlichkeit des Gesetzgebers unter nunmehr völlig veränderten demografischen, arbeitsmarktlichen oder kapitalmarktlichen Verhältnissen zu sehen und den Sprung in mehr Beweglichkeit zu tun. Transparenz und Wettbewerb sichern in einer offenen Gesellschaft wäre das, was verknöcherte Autoritäten und Gesellschaften mit vielen Regeln sichern zu müssen glauben, ohne es wirklich sichern zu können. Und es gibt keine risikolosen Jahrzehntewerke. Nur Scharlatane behaupten das Gegenteil. Vielen Dank.